Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo liebe Leute am Telestammtisch, hier sind wir wieder für euch mit einer magischen neuen Besprechung zu einem aktuellen Kinostart, wirklich super aktuell. Am 25. April kommt The American Society of Magical Negroes in die Kinos. Dieser Tag ist heute am Tag unserer Aufnahme. Darum kommt jetzt ganz flink für euch die Review dazu, die ich natürlich nicht allein mache, sondern mit der lieben Schlogger. Hallo Schlogger. Hallo liebe Lida. Ja, den Titel haben wir schon gehört. Dann gib uns doch mal ein paar Eckdaten zu dem Film. Wer hat ihn mit wem gemacht und worum geht's überhaupt? Genau, also das ist ein Film von Regisseur Kobi Libby. Ich hoffe, ich spreche den richtig aus. Und ist mit Schauspieler Justice Smith. Den kannte ich zum Beispiel aus Detektiv Pikachu oder mit David Alan Greer und Anli Bogan. Um was geht's in dem Film? Es geht um, wie der Name schon lautet, um die amerikanische Gesellschaft der Magical Negroes. Das ist eine Subgesellschaft, die sich darum kümmert, dass wir Weißen auch ja immer zufrieden sind, damit das Leben der Schwarzen sozusagen erleichtert wird. Denn was ist ein Magical Negro? Das ist ein Trope aus dem Filmbusiness, in dem es darum geht, dass wenn du eine schwarze Rolle hast, die eigentlich nur dafür da ist, die Story für den weißen Charakter voranzutreiben, mitunter auch mit magischen Fähigkeiten. Ein prominentes Beispiel wäre zum Beispiel die Rolle aus Green Mile, von dem von Michael Clark Duncan gespielt. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der Charakter im Film heißt, aber der eigentlich nur dafür da ist, um den Gefängniswärter Tom Hanks weiter in der Geschichte voranzutreiben. Okay, wir haben also hier diese Gesellschaft von magischen Negroes, die dann, die verkörpert wird von Agent Roger. Das ist einer der Senioren dort. Und er lernt Aaron kennen, der unser Hauptdarsteller sein wird, der noch nichts weiß von dieser Gesellschaft, natürlich so wie wir auch. Und mit ihm tauchen wir dann in diese Unterwelt ein, die uns erklärt, was macht diese Gesellschaft eigentlich? Und wir fangen mit ihm direkt an zu verstehen, welchen Sinn das hat und werden ihn dabei begleiten, wie er angeheuert wird, auch ein Teil dieser Gesellschaft zu sein. Dann kommt noch so ein kleines bisschen Rom-Com rein, aber das werden wir sicher jetzt noch weiter besprechen, oder Lida? Das kommt jetzt alles noch. Du sagtest schon, worum es essentiell geht, nämlich dieses Trope des Magical Negro. Und John Coffey aus The Green Mile ist vielleicht der in der Gegenwart bekannteste oder prominenteste Vertreter, wie du sagtest, gerade auch, weil dieser Charakter im Film ja magische Eigenschaften hat. Mhm. Aber ich denke, wir alle kennen dieses Trope noch viel besser aus zum Beispiel Onkel Tom's Cabin von Harriet Beecher Stowe, die das in gewisser Weise auch vielleicht nicht erfunden, aber doch zementiert hat. Und das Interessante an diesem Trope ist ja nicht nur, wie es funktioniert, sondern wozu es eigentlich da ist. Denn was sehen wir daraus? Was lernen wir im Prinzip aus diesem Trope, wenn es in einem Text oder einem Film vorkommt? Ja, genau. Was lernen wir daraus? Der Schwarze hat eigentlich keine Daseinsberechtigung, außer das Leben des Weißen zu unterstützen und voranzutreiben. Einmal das und wir sehen natürlich etwas ganz anderes Entscheidendes, nämlich wie sich quasi eine weiße Mehrheitsgesellschaft ideale schwarze Menschen vorstellt. Es ist so eine Art positives Projektionsklischee, auch eine Art Form, die ausgefüllt werden kann. Man sagt, und so sollte man sein, um toleriert zu werden. Es kann also niemals eine Akzeptanz geben, sondern immer nur ein Tolerieren. Und zugleich ist dieser magische Aspekt, dieser Aspekt, dass da irgendein tiefes, mystisches Wissen diesen Menschen zu eigen sei, verbunden mit einer indirekten Primitivisierung afrikanischstämmiger Kultur, diesem Klischee, dass man glaubt, oh, diese Leute sind irgendwie noch in urtümlichen Ritualen verhaftet und noch ganz anders mit der Natur- und Geisterwelt verbunden, aber wir sind ja die Zivilisierten. Ja. Und dieser Film will das jetzt parodieren. Was sehen wir denn jetzt hier an parodistischen Elementen?
Ja, diese ganze Untergrundgesellschaft, die natürlich, genau. Also ich kannte vom Film nur den Titel und da steht ja schon drin Magical Negroes. Und mir war tatsächlich der Trope vorher, jetzt kann ich mich ja wieder als völliger dummer Cineast outen, Cineast in vielen Anführungszeichen, ich wusste den Namen dieses Tropes nicht und habe dann gedacht, ah ja, das klingt ja magisch. Dann kam direkt am Anfang die Erklärung des Tropes und da dachte ich, okay, ich bin ein ganz schöner Depp, das wird jetzt nichts mit Magie zu tun haben, weil ich auch keine Trailer angucke. Aber im Film selbst wird es dann doch auch sehr magisch, denn diese Untergrundgesellschaft, die benutzt dann tatsächlich Magie, um uns Weiße quasi bei Laune zu halten. Ja, wir haben hier also wirklich das Fantasy-Element. Allerdings ist das im ganzen Film, wie ich dazu sagen muss, nur sehr gering vertreten. Und zwar so gering, dass es schon fast fragwürdig scheint, diesen Film überhaupt in die Fantasy-Kategorie einzuordnen. In den meisten Szenen wirkt das Fantasy-Element auch vollkommen überflüssig. Das heißt, die Szene würde auch als reale Szene funktionieren, ohne die Magie, die dann mehr so ein bisschen ist wie die The Force in Star Wars. Man kriegt Leute dazu, dass sie irgendwas machen, aber das könnte auch ganz einfach nur Charme oder Überredungskunst sein. Und wenn man zwei, drei Szenen sich von A nach B gebeamt wird oder jemand sinnloserweise in der Luft schwebt, sind das dann wirklich einfach nur Gimmicks, die auf die Handlung selbst einen sehr, sehr geringen Einfluss haben. Denn das Ganze bewegt sich viel mehr von dem, was ich erwartete, denn dieses Trope war mir natürlich bekannt. Es ist eben Grundlage einfach Filmanalyse, Filmkritik, ist das eine der, auch Gesellschaft, Kultur, ist das einfach eine der Grundlagen, die da sein muss, Magical Negroes, und eigentlich auch der einzige Kontext, in dem man sagt, dass dieses Wort ja irgendwie noch akzeptabel ist, denn Negro ist ein absolut rassistischer Begriff. Es wäre sehr zweifelhaft, wenn ein Film den ganz banal einfach so in den Titel setzen würde. Man erwartet ja nun eine irgendwie parodistische oder satirische Aufarbeitung dieser Klischees und Stereotypen. Fandest du, dass man da einiges von gesehen hat? Außer, dass wir jetzt eine ganz große Gruppe haben, wo gesagt wird, und die machen das alle als magical people? Ja, also, wie du schon sagst, da kommt ein ganz großer Kritikpunkt schon dazu, weil ich finde, dass sie es eben nicht machen. Also wir haben hier dieses Thema der Satire, die das überspitzt eben darstellen möchte. Eine Gruppe von Schwarzen, die sich selbst so einsortiert, dass sie nur dafür da sind, um den Weltfrieden für sie quasi nur dadurch instand halten zu können, indem sie wirklich die Weißen glücklich machen. Das ist ja pure Satire. Und ich fand, dass diese Satire nicht überspitzt genug ist, weil sie durch die von mir am Anfang schon kurz erwähnte Rom-Com völlig verwässert wird. Also ich habe gar nicht verstanden, wie ernst die Charaktere sich jetzt selber nehmen. Auf der einen Seite, diese Gesellschaft nimmt es natürlich total ernst, was sie da machen. Und dann auf der anderen Seite haben wir aber den Hauptdarsteller, der eigentlich am Anfang natürlich, er ist fasziniert und will da mitmachen, aber er ist eigentlich ein normaler Mensch wie du und ich, der natürlich denkt, Moment mal, das ist ja totaler Quatsch hier. Und das hat irgendwie für mich nicht ganz zusammengepasst. Oder wie siehst du das? Absolut ist das Rom-Com-Element viel zu stark vertreten. Tatsächlich ist der Film auch in erster Linie eine Rom-Com, die hier und da ein paar satirische oder Fantasy-Einschläge hat, aber wirklich als Liebeskomödie und Liebesstory gemacht ist. Und das ist auch deshalb sehr enttäuschend, weil ja dieses Trope dieser Figur einfach nicht verschwunden ist. Man könnte meinen, oh, es ist ja so antiquiert, wir haben uns jetzt weiterentwickelt. Nein, es ist ja immer noch absolut präsent. Lustigerweise zum Beispiel, jeder kennt nun wirklich diese Figur aus Green Mile. Das ist echt kalter Kaffee. Aber wenn man sich auch andere Kultfilme anguckt, wie zum Beispiel The Matrix oder Beggar Vance, furchtbarer Film, The Hudsucker Proxy, Dogma, alles Filme, in denen Figuren vorkommen, die genau in dieses Klischee passen. Und man denkt sich, wo bleiben jetzt hier mal ein paar Filmparodien? Und die gibt es vielleicht an zwei Stellen und das war's. Und das ist halt bei diesem riesigen Schatz an negativen Filmbeispielen, mit denen man ja auch einem Publikum, das dafür gar kein Bewusstsein hat, wie präsent solche destruktiven Stereotypen immer noch sind, die Augen geöffnet werden könnten auf eine humorvolle Weise. Aber leider ist der Film eben da zu ängstlich, zu bedachtsam, genau das zu tun, was indirekt kurioserweise in der Handlung kritisiert wird, nämlich mal Weißen auf die Füße zu treten. So mal so, um Gottes Willen, wenn wir jetzt zu sehr hier in die Satire gehen, dann fühlen sich vielleicht die
weißen Kinokarten kaufenden beleidigt und der Film läuft nicht so gut. Und ich weiß nicht, ob das durch den Regisseur intendiert wurde oder mehr ein Einfluss der Produktion war, aber es ist in jedem Fall sehr, sehr enttäuschend. Ja, wie du sagst, Weißen auf die Füße treten. Wir haben ja hier, also wie erwähnt, wir haben ja den Hauptdarsteller, der dann seinen ersten Job antreten soll, indem er nämlich hier Jason, das ist irgendein Weißer, der halt unzufrieden ist, dem er irgendwie dann glücklich machen soll. Und da wird er eben auch Lizzie kennenlernen, die dann sein Love Interest wird, die aber leider auch der Love Interest von Jason ist. Da ist dann so ein bisschen die Problematik im Film, die total unnötig waren für diesen satirischen Aspekt. Und diesem Weißen, also Tier Jason, dem wird überhaupt nicht auf die Füße getreten, finde ich. Der wird wie so ein totaler Depp dargestellt, aber nicht auf eine Art, in dem mir ein Spiegel vorgehalten wird, dass ich denke, ah ja, so habe ich mich auch schon mal verhalten, sondern der ist so bodenlos dämlich, fand ich, und so irreal, dass da der schon gar nicht funktioniert hätte. Der hätte ja irgendwie ein Träger sein können für, guck mal, so hast du dich auch schon verhalten. Mal abgesehen von den Szenen, die du meintest, dass wir kriegen ja nur eine Anspielung auf eben Green Mile und nicht auf die ganzen anderen Sachen, die du noch gerade vorgeschlagen hast. Das hätte man nutzen können, aber man hätte auch diesen Jason oder alle anderen Weißen in diesem Film nutzen können, dass die sich irgendwie so verhalten, wie es echte Menschen tun, vielleicht unbedacht, dass man da in irgendwelche Klischees reintritt, aber nee, der ist hier voll überspitzt dargestellt. Das war für mich auch was, wo ich gemerkt habe, okay, der funktioniert auch schon nicht und das ist verschwendetes Potenzial. Ich hätte mir auch gewünscht, dass es da viel mehr Beispiele gibt und dass man vor allem sieht, zum einen eben, dass Rassismus oft offen oder sei es verhohlen Absicht ist, dass es eben nicht einfach nur Naivität ist oder mangelndes Bewusstsein, sondern dass da wirkliche rassistische Ressentiments dahinter stecken, auch wenn die Figur oder die Person selbst das verleugnet. Wer würde schon von sich sagen, oh, ich bin Rassist oder so, die wenigsten heutzutage. Aber dass das auch wirklich klar gezeigt wird, da sind Vorurteile präsent und es ist nicht nur ein wohlmeinender Mensch, der einfach nicht ganz auf der Höhe ist oder so. Und dass man auch wirklich sieht, welche negativen Folgen dieses Verhalten hat, denn im Grunde steckt da ja eine tiefere Kernfrage hin, nämlich wie geht man mit dieser sehr realen Bedrohung für schwarze Menschen im Alltag um. Zum Beispiel sind ja diese ganzen Morde oder Totschläge von Polizeibeamten gegenüber gerade jungen schwarzen Männern in den USA. Das ist ja ein massiver Bedrohungsfaktor, vor dem man, also das muss man sich ja vorstellen, man lebt ja dann wirklich fast in ständiger Angst, immer wenn ein Polizist kommt, dass der einen einfach abknallt, weil schon die Präsenz als quasi Bedrohung empfunden wird. Und ob diese Taktik, die sich ja auch auf andere Gesellschaftssegmente übertragen ließe, ich ändere mein Verhalten, ich versuche möglichst mich an den anderen anzupassen, an dessen Schwächen, dessen Aggressivität zu entsprechen, um ja nicht zum Opfer dieser Aggressivität zu werden. Nur um jetzt mal ein Beispiel zu geben, eine Parallele, die nicht so weit hergeholt ist, wie man es vielleicht meinen könnte, weil der Film durchaus dafür, wenn auch in allerletzter Sekunde, ein gewisses Bewusstsein zeigt. Wenn man Frauen sagt, oh, um zu vermeiden, dass du Opfer männlicher Gewalt wirst, musst du folgende Taktiken anwenden. Du darfst nachts nicht rausgehen. Du darfst nicht durch diese Gegend laufen. Du darfst dich so und so nicht anziehen. Du solltest bloß nicht so und so reagieren. Und das alles auf das Opfer zurückgeworfen wird, der Täter aber selbst überhaupt nicht an sich arbeiten muss oder auch gar nicht als das eigentliche Problem erkannt wird. Ja. Und da macht der Film einfach dieses Kernargument überhaupt niemals. Ja, das hängt einfach dann alles nur in der Luft. Da hast du zwei Sachen angesprochen, die mir auch aufgefallen sind. Also erstmal dieser Bedrohungsaspekt, den fand ich ganz gut dargestellt. Also der wird, auch wenn er nicht aufgelöst wird, es ist schon ein Zentralthema, zumindest am Anfang, dass hier unsere Hauptfigur sich dauernd bedroht fühlt und sich deswegen auch sehr zurücknimmt, um Hauptsache nicht aufzufallen und anzuecken. Aber dieses, dass er sich sehr zurücknimmt, das wird ja dann als Qualitätsmerkmal genommen, damit er ein Teil dieser Gesellschaft werden kann. Und das wird für mich überhaupt nicht richtig aufgearbeitet. Es gibt mal kurz einen Dialog mit Lizzie, in der er so eine Geschichte erzählt, dass er mal einen Anwalt oder irgendein anderer angesehener Job beobachtet hat, wie der ausgeraubt wurde, dass ihm nämlich ein Messer hingehalten wurde. Und er hat interessiert beobachtet, wie dieser Anwalt überhaupt nicht gecheckt hat, dass er gerade überfallen wird, weil es ihm näher lag, dass ihm gerade jemand ein Messer schenken möchte,
anstatt dass er gerade überfallen wird. Und da habe ich gedacht, krass, das kann ich nachvollziehen, weil so optimistisch bin ich tatsächlich auch. Und da konnte ich so weit umdenken, dass ich dann im Umkehrschluss total verstanden habe, durch diese kleine Anekdote, wie dann es Leuten gehen muss, die sich ständig bedroht fühlen. Also die nicht optimistisch sind und denken, oh, hier wird mir ein Messer geschenkt, sondern die, wenn ihnen jemand einen Kuli hinreicht oder nur eine Handtasche halten möchte, dass man in allem eine Bedrohung sieht. Und das fand ich schon dann ganz gut dargestellt. Es wird nur leider nicht aufgelöst. Und das andere, was du sagst, dieser Frauenaspekt, ich bin ja nun auch eine Frau, aber ich hoffe, dass das auch anderen Leuten, die ein bisschen empathisch sind, im Film auch so ging. Ich dachte natürlich auch, ah ja, krass, gibt's vielleicht auch einen Trope, der nicht unbedingt Magical Woman, aber gibt's das auch in die Richtung? Weil da habe ich dann überlegt, es gibt ja auch sehr viele Filme, wo die Frau einfach nur die unterstützende Rolle wird. Natürlich, und wir wissen ja beide, wie dieses Trope heißt. Ihr kennt es auch, nämlich das... Ja, sag es. Magic Pixie Dream Girl. Ja, genau. Ja, gut, da dachte ich immer, das bezieht sich nur auf diese eine Art von Frauen und nicht auf alle Frauen. Und ich, meine Theorie ist, dass diese Rom-Com, was für mich völlig den Aspekt des Films zerstört, nur eingeführt wurde, damit man eben diesen Mini-Aspekt mit da noch mit reinbringen könnte. Und das ist, finde ich, unnötig. Das muss überhaupt nicht sein. Ja, was würdest du uns nun sagen, nachdem wir diesen Aspekt des Films herausgearbeitet haben, dass er im Prinzip in dem, was man zumindest vom Titel und der Prämisse vermuten könnte, seine Kernaufgabe ist, quasi versagt? Wie sieht's aus? Funktioniert denn jetzt eigentlich diese Liebesstory? Ich meine, jetzt haben wir eine Rom-Com, aber wie gut ist denn jetzt die Rom-Com, die wir sehen? Ich glaube, die Rom-Com an sich, die finde ich schon ganz gut, weil ich die zwei Schauspieler einfach äußerst sympathisch finde. Ich mochte, wie die zusammenspielen, in der Zeit, in der sie mal zusammen auf dem Screen sein dürfen. Aber ich konnte den nicht richtig annehmen, weil ich ja eigentlich den anderen Film sehen wollte. Ich wollte die Satire sehen. Wie fandst du denn, hat die Rom-Com für dich funktioniert? Leider muss ich hier sagen, dass die Rom-Com sehr schwach nur ausgearbeitet ist. Wir haben einfach keine Chemie zwischen den beiden Darstellenden. Es gibt keinen wirklichen Konflikt. Der einzige sozusagen konstruierte Konflikt, der auch in dieser Form denn zu spät satirisiert wird, ist die Frage, welcher der beiden Männer kriegt nun die Frau? Und das ist eigentlich etwas, was einfach nur sie entscheiden sollte. Das also ist ein sehr altbackenes Element, das dann in so einem Last-Minute-Twist zwar leicht ironisch gefärbt wird, aber das macht das nicht zunichte, was vorher alles aufgebaut wird. Dieses Konstrukt, dass zwei Männer unter sich ausmachen, wer die Frau kriegt, und die Frau ist quasi nur die Trophäe, die dann weitergereicht wird und hat da selber überhaupt gar keine richtige Entscheidungsmacht, sondern fügt sich passiv dem, der sich um sie mehr oder weniger charmant bemüht. Das macht einfach gar keinen Sinn. Und natürlich haben wir hier sehr schwach ausgearbeitete Figuren. Wir erfahren praktisch nichts über Lizzie, wer sie ist, was sie motiviert, warum sie vielleicht ein Interesse für Aaron hat. Und wir wissen auch fast nichts über Aaron, obwohl der Film uns am Anfang durchaus etwas hinwirft, was dann sich allerdings nur als rostiger Knochen oder als verfaulter Knochen können ja nicht rosten, wenn sie aus Eisen sind, entpuppt, nämlich, dass er Künstler ist. Er macht Sachen aus Garn. Und tatsächlich dachte ich in diesem Moment noch, okay, das ist ja mal eine clevere, nette Anspielung. Davon kommt noch mehr, dann kam aber nichts mehr. Denn woran denkst du? Garn? Kunst? An wen denken wir da? Wir denken an Nick Cave. Das war halt. Und ich dachte, jetzt kommt noch mehr ein bisschen. Oder ich habe sogar so heimlich gehofft, so ein paar Sekunden lang Nick Cave Cameo. Kam aber nicht. Und war vielleicht ein bisschen zu hoch gestochen, aber was eben daran schade ist, es wirkt immer wieder so, als ob der Film, wie schon in dieser Auftakt-Vortext-Szene, wo erklärt wird, was eigentlich ein Magical Negro ist, als ob da ein sehr cleverer, tieferer Humor drin steckt, der aber immer nur einen ganz kleinen Punkten durchdringen kann. Und dann weiß man nicht, sind das jetzt zufällige Glückstreffer oder war da ein wirklich gutes Skript da, das dann von der Produktion gnadenlos verflacht wurde. Tatsächlich gibt es da schon einige Witze, die funktionieren. Also ich sag nur live, love, love. Ja, das war schon sehr komisch. Aber das sind einfach zu wenig, um die Story insgesamt am Laufen zu halten. Ja, und auch, ich, wie gesagt, ich habe zwischendrin, habe ich nicht ganz verstanden, wie ernst ich das jetzt nehmen soll. Das war für mich, waren da so Schwenker drin und Verwässerungen, die Story nicht
nicht geradlinig gemacht haben. Und deswegen konnte ich nicht der Satire folgen. Ich konnte die Gesellschaft irgendwann nicht mehr verstehen, weil ich nicht wusste, sehen die sich jetzt irgendwann kritisch oder nicht? Und das fand ich alles ganz schön schade und verwirrend, weil es hatte so einen schönen Ansatz. Und es fing ja auch ganz nett an mit dieser völlig bescheuerten Idee, dass es eben diese Gesellschaft gibt. Und dann verpufft es aber einfach irgendwie. Wie fandst du denn, also die sagen ja, das hast du auch schon angesprochen, dass Schwarze sich dann nur so zeigen, wie es für einen Weißen verständlich und irgendwie wie er es erwartet ist. Das hat ja jetzt American Fiction auch schon gemacht. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich American Fiction einen super Film fand, aber da wurde zumindest dieser Aspekt besser rausgearbeitet, indem nämlich die Hauptfigur, der ein Autor ist, ein Buch schreibt in einem vermeintlichen schwarzen Slang, so dass es die Weißen cool finden, oh, so schreibt hier ein Schwarzer. Wie fandst du das denn? Hast du dich an den Film auch erinnert gefühlt? Nicht wirklich, nein. Also diese Assoziation kam mir in dem Moment nicht an. Okay, ja, dann habe ich mich immerhin auch mal was gesagt hier, was irgendwie ein bisschen noch an Stoff reingebracht hat. okay, ja. Gut, dann können wir ja direkt uns weiter bewegen. Darstellerisch, wie war das Ganze denn darstellerisch? Sehen wir hier wirklich gute, überzeugende Leistungen? Also ich fand den Justice Smith und die Anne Lee Bogan, die eben Aaron und Lizzie spielen, den habe ich ganz gern zugeguckt, auch wenn ich eben Aarons Rolle ein bisschen, ich kam da einfach nicht dahinter. Deswegen, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Film ist, wo man großartig darstellerisch, weil es keine Herausforderung ist, was bewerten kann. Ich fand's okay, aber es ist jetzt auch nicht wahnsinnig herausragendes. Was sagst du dazu? Ich hätte halt mir auch sehr gewünscht, dass die Darstellenden, auch solche Nebenfiguren wie Aisha Hind, dass sie mehr Format an Figuren bekommen, dass das nicht einfach so oberflächlich bleibt, denn eigentlich sind es ja immer wieder diese kleinen Nebenrollenauftritte. Wir haben ja auch Tim Balls als Polizeioffizier oder vor allem David Alan Greer als Roger, sozusagen der Mentor von Aaron. Stories, die nicht wirklich irgendwo hinführen oder Figuren, die immer nur so Minutenauftritte haben, wo man denkt, da könnte noch viel mehr komödiantisch rausgeholt werden. Also leider so ein Film in jeder Hinsicht des verschenkten Potenzials. Das könnte jetzt eigentlich schon fast mein Fazit sein. Ich habe alles gesagt, was ich dazu im Prinzip sagen möchte oder könnte. Wie sieht's denn bei dir aus? Möchtest du noch was Wichtiges zur Sprache bringen oder auch dein Fazit langsam ziehen? Ich denke kurz nach, schaue in meine Notizen rein und ich glaube, nein, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Also gerne zum Fazit. Fang gerne damit an. Ja, The American Society of Magical Negroes, leider wenig zauberhaft. Super Thema für eine Satire, aber der Film will oder muss etwas ganz anderes sein, nämlich eine Rom-Com. Davon gibt es viel zu viele, mehr als genug. Und auch in diesem Genre fügt der Film dem Ganzen nicht wirklich etwas Neues oder sehr sonderlich Unterhaltsames auch nur hinzu. Insofern eine große Enttäuschung, gerade wenn man sich überlegt, was da alles gegangen wäre. Vielleicht zumindest für ein paar Leute ein Anlass, sich etwas mehr mit rassistischen Klischees im Alltag auseinanderzusetzen und sich etwas mehr damit zu beschäftigen, was uns eigentlich permanent, sei es im Home-Kino oder auf der Leinwand oder in Form von Büchern dargebracht wird. Ach so, ja, einen Namen kann man da vielleicht noch nennen, den man unbedingt nennen muss, wenn schon Magical Negroes thematisiert werden. Stephen King, der hat dieses Trope ja wirklich gefressen und es kommt so oft in seinem Werk vor, immer wieder. Und dann denkt man sich auch so, lernt der Mann nie, dass das irgendwie nicht angebracht ist? Oder die Frage wurde auch irgendwann schon mal von anderen Leuten in besserem Kontext gestellt. Ja, ist ganz Maine voll von so paranormalen Schwarzen? Man weiß es nicht, ja. Also gut, aber Magical Negroes leider gar nicht bezaubern. Ja, genau, von mir. Ich hatte keine Erwartung, weil ich wie immer nicht wusste, um was es in dem Film geht. Aber als ich dann drin war, habe ich mir natürlich eine Meinung gebildet. Und die ist leider auch, dass ich es total schade finde, dass hier das Potenzial verschenkt wurde. Und vor allem, weil es eben mit dieser Rom-Com irgendwie verwässert wurde, dass man hier eine Satire erzählt, die entweder alles ultra überspitzt darstellt und es dann irgendwie schön auflöst oder indem jemand reinkommt, der das Ganze hinterfragt und mit der realen Welt kollidieren lässt, passiert beides eigentlich überhaupt nicht. Und deswegen sehe
sehe ich das im Prinzip genauso wie du. Es ist verschenktes Potenzial, was ich sehr schade finde, denn die Idee ist eigentlich ganz witzig mit dem, dass man ein Magical Negro eben wörtlich nimmt und die Magie da reinbringt. Passiert aber nicht und deswegen auf jeden Fall keine Kilo-Empfehlung von mir. Und das war's wieder mit einer weiteren Folge des Tele-Stammtischs. Ihr findet uns natürlich überall, wo es Podcasts gibt und auf unserer Website. Liked uns, teilt uns, kommentiert uns, wenn ihr was zu sagen habt, ob gut oder schlecht. Und vor allem hört wieder rein. Das war's meinerseits und ich überlasse die letzten Worte Schlogger. Dankeschön, liebe Lida. Ich darf am Ende immer noch kurz meine Werbung dranhängen. Mache ich ganz kurz. Geht einfach mal auf schlogger.de oder in den Schlogger-Shop oder auch auf Social Media, wo ihr auch den Tele-Stammtisch findet, also überall, wo es Likes gibt. Und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Besprechung wieder dabei seid. Bis denn, tschüss! Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.